Willkommen zum letzten Tag mit No Rage vs. Adamant Sprite Deck. Letzter Tag ohne schöne Sortierung, dafür mit ein bisschen anderen Karten. Schauen wir mal, ob sich. Also relevant sollte sich eigentlich nichts ändern, wir haben ja nicht viel gemacht, aber schauen wir mal. Mia. Fangen wir mal an. Wir fangen an. Das funktioniert Das. so. Also. Hoffentlich. Oh, der muss Monster haben. Na gut, dann normal was halt. Wobei, sind sie mal darauf angewiesen, dass wir was flippen. Dann machen mit Sprite anfangen, glaube ich, mehr Sinn. Dann legen wir halt nur Sprite. Ja. Weil das ist halt safe, also Und die so. Talents sind halt tot, wenn der keine Handtrap hat. Ich glaube, ich würde gamblen. Okay, dann gamblen wir. Ich sehe mich hier auf dem Gamble. Weil, wenn er Ashed oder Veil hat oder so, sind Haben dir wir die ja Talents Talents. Dann haben leid. wir ja Talents. Wenn er jetzt impermt, dann ist unlucky. Okay, passt, Okay, wir haben ja gut. Talents. Dann ziehen wir mal zwei Dann Karten. gehen wir mal zwei Karten ziehen. Oh, there we go. Das funktioniert. Slotmaschine, Katsching! Effektwähler. Egal, dann Jetzt könnten wir sogar noch haben wir Stufe weitermachen. 2. Ja, jetzt ist es das, ich glaube, wir sind Stufe 2 haben. Holla! There we go. Hallo, Quarkimairu. Dann ziehen wir direkt nochmal eine. Oder suchen direkt nochmal eine. So, dann So, Schritt 1, Stufe denk. 6er und nochmal buddeln, Buddeln. oder? Nee. Weil wenn der nichts findet, dann ist vorbei. Wir gehen jetzt erstmal Jet specialen und Carrot specialen. Ah ja, Nicht in der ja. Reihenfolge, in der anderen Reihenfolge. Erst Red, Erst dann. Red, ja. Wir beanspruchen ja keine Zonen, die wir nicht freikriegen, weil. Richtig. So, dann Genau suchst du so. einmal. Das ist jetzt die Frage, was der sucht. Ich meine, wenn wir Smashers suchen, geht's, ist halt an dem Punkt jetzt Stopp mit Sprite. Außer wir gehen mit den beiden in einen Gigantic. Ich glaube tatsächlich, das Play ist Smashers. Da haben wir halt eine Weil Interaktion. wir können ja später mal noch Gigantic bauen. Ja. So. Dann gehen wir jetzt in den Sechser und gehen mal buddeln. Mir fällt gerade auf, wir hätten wahrscheinlich vorher statt zu Player. Oh my god, den hätten wir jetzt weggesynchron, dann sind wir auch wieder in Nibiru. Also wir sind nicht Nibiru anfällig, lol, wir haben Red. Ja, Oh also. fuck. Ja, So, Anyway. buddeln! Nee? Nein. Nee? Ah. Ja! Oh. Jetzt ist die Frage. Also, wenn wir jetzt den Vierer nehmen, können wir Dragite bauen. Und haben direkt ein Wassermonster im Friedhof und ziehen noch eine Karte. Wenn wir die hier nehmen, können wir halt ein Stardust Charge bauen und haben dann die hier live. Aber ich glaube, Dragite ist mir lieber. Vor allem live hat Dragite. Wie gesagt, und der Card Draw ist auch nett. Ja, jetzt mal überlegen. Wo landen wir, wenn die was findet? Also, warte mal, wenn wir die jetzt nehmen, Dann müssen wir erstmal Zone freikriegen. dann müssen wir erstmal Zone freikriegen. Gigantic kann Gigantic bauen und nicht aktivieren. Ja, ist aber der Red weg. Richtig, ich will einfach Dragite machen. Ja. Wir haben ja eh schon Smashers. So, dann geht der mal Karte ziehen. Oh, schade. Der bringt uns nicht weiter. Nein. Aber Dragite bringt uns weiter. Ja. So, und das hier ist jetzt. Achso, das ist ein Friedhofseffekt, was war das nochmal? Ah, nee. Nee. Ja, Set Smashers, Set Talents, Past Turn. Nee, Quatsch, Quatsch. Wir gehen jetzt. Gehen wir noch über Gigantic? Dann haben wir halt ein kurzes Fenster, wo wir anfällig für Nibiru sind.
Beschließen wir, dass er kein Nibiru hat? Ich meine, die Chance ist statistisch gesehen gering, dass er ein Nibiru hat. Dann beschließen wir, dass er kein Nibiru hat. Okay. Na, ja, der würde jetzt kommen, der Nibiru. Okay, nee, hat er nicht. Dann hallo Blue. Es ist egal, welchen der beiden wir abklemmen, wir linken es eh weg. Ja. Carrot. Special Carrot. Genau. Dann gehen die zwei in den Elf. Ja. Der Grüne liegt jetzt ein bisschen kacke, weil da müsste eigentlich der Elf nicht drauf zeigen, aber es ist schon okay. Dann schützen wir Dragger halt. Nee, ich würde fast lieber den Red schützen, den wir jetzt dann wiederholen. Okay. Letzte Chance für Nibiru. Nein, kann er nicht mehr. Wir haben Gigantic Resolved. Nibiru ist. Ah ja, stimmt. Gigantic hat ja auch einen Effekt. So, und pass. Ich hatte schon so viele Leute, die dann meinten, mir nach einem Resolveden Gigantic eine Haftnis ins Gesicht drehen zu müssen oder so. Nein, Kollege. Einfach nein. Oder absolute Profis sind auch, die auf Effekt Gigantic Toughness anketten. Das ist auch richtig witzig. Weil dann Resolve Toughness, Mild 3, dann Resolve Gigantic und dann triggern die Tierlaments, die du gemillt hast, aber an dem Punkt bist du dann gelockt. Und dann so, ja, Effekt Chirinum Grave. Ach, du hast eine Level 2 Fusion? Aber gut, mal gucken, was er jetzt... Hi. Das muss man fast negieren, wenn wir die, dann kommst du über die Fusion nicht negieren. Ja, Dragite. Nee, Kollege, das lassen wir mal bleiben. Moment, das funktioniert nicht, oder? Nein, wir haben schon aktiviert, oder? Ja, weil das ist required. Warte, was hat er gezielt? Ja, den Wasserviech. Ach so, weil der jetzt nicht oben auf dem Grave liegt, deswegen war ich jetzt kurz verwirrt. Ja, aber nein. Es sollte nicht. Es sollte nicht. Requirement. Wir sehen es ja gleich. Ja, der wir können übrigens mal 11 anketten, wollte ich gerade noch gesagt haben. Um Blut zurückzuholen für Follow-up. Ja, können wir gleich noch machen. Oder lieber Jet. Wir würden Jet zurückholen für Starter. Hätte die Crew einfach machen können, Bip. Oh. Ja. Halt, jetzt machen wir nicht okay. Elf. Jetzt machen wir nicht Elf. Warum? Weil wir jetzt, wenn er einen Monster-Effekt macht, wir Carrot für Red Red Tributen und dann Carrot zurückholen. Ah, er will direkt so machen. Schade. Okay. Jo. Ist aber auch okay. Hat er. Mhm. Abgelohnt. Holla! Was hat er vom Deck hergenommen? Okay, er will den Elf negieren, dann machen wir jetzt den Blue. Beast und Ariel. Ja, Ariel soll mal sonst was zielen. Wir ketten dann. Er hat keinen Blue getargetet. Also. Was hat er gezielt? Ja, der Emancipator. Es gibt kein Argument, einen Adamant zurückzuholen, angesichts der Tatsache, dass wir schon einen auf der Bratzen haben. Dann holen wir. Wir haben gesagt, wir holen. Blue. Wir haben gesagt, wir holen Jet. Oder für Starter. Stimmt, wir haben Jet gesagt. Wir haben erst gesagt Blue und dann gesagt, nee, Jet ist besser. Ja. Aber nicht, wie den Großteil von unseren Sprites schon haben. Wir würden gerne mal Follow-up suchen gehen, wenn das recht ist.
Ja, scheint recht zu sein. Also, er hat zwei Handkarten und ein Viecher auf dem Feld. Wir haben 6 Viecher auf dem Feld, eine Set und 5 Handkarten. Also, ich sehe uns jetzt da noch nicht... Also, wenn wir jetzt nicht sterben... Und ja, ich weiß, das war jetzt gerade gejinxt. Na, warten wir's mal ab. Aber ich sehe uns hier nicht sterben, wollte There ich gerade gesagt haben. Was There ein Problem gewesen... Also, was ein Problem gewesen wäre... wäre tatsächlich jetzt... irgendwie... Nee, nicht mal das. Wir hatten ja auch noch, wir hatten immer noch Smasher. Selbst Normal Summon Aleister into Hard Draw Fusion, weil wir den Aleister natürlich negieren, er hätte es nicht getan. Weil wir Smashers haben. Ja. Für sein Aleister. Dann hat er keinen Aleister mehr. Also, nee, nicht für den Aleister, für den Fusionsidioten. Oder wir banischen einfach Aleister, kann er gar nicht bisher fusionieren. Ja, also so oder so, es gab kein Universum, in dem zwei Handkarten ihm hier durch das Board bringen. Dafür spielt das falsche Deck. Ja. Dino hätte das gekonnt. Ja. Doppel-UCT wäre hier ein Problem gewesen. Aber hat er ja nicht. Nee. Tiny Rick. Nein, ich werde das jetzt nicht so aussprechen, wie es geschrieben ist. Ich mochte die Folge eh nicht. Das ist... Ich meine, wir haben Small World. Boah! Wie funktioniert denn das, wenn man den Nibiru zieht? Also, wir fangen an mit Small World, so, ja. Da gibt's keine Diskussion. Naja, wir wählen jetzt. Also, wir zeigen jetzt auf jeden Fall Nibiru. Ja, so, und dann zeigen wir jetzt. Jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Also. Also, wir wollen auf den hier, auf einen von den Elementipator enden, wollen wir ja, ne? Das heißt. Wir müssen. Ja, wir zeigen. Hier, den. Weil da ist nur der Rock-Typ. Gleich. Stufe ist anders, Attribut ist anders. Attack ist anders, Def ist anders. Ja, oder wir nehmen den Stufe 2 Rock raus und kriegen dann den Vierer. Das könnte sogar besser sein. Nein, der Vierer ist besser, weil wir, wenn wir den Zweier nehmen, den Zweier jetzt auf die Hand nehmen und der dann eine Handtrap kassiert, können wir Carrot Special und Gigantic bauen. Worst comes to worst. Auch wieder wahr. Okay, dann... Also legen wir ihm jetzt den Vierer raus, Dragite. Ja. Und einen von den beiden. Genau. Ist ja wurscht, welcher. Mhm. Ich überlege gerade, warum... Achso, klar. Wir durften alle Karten als Brücke nehmen, weil wenn wir irgendeinen der anderen als Brücke genommen hätten, hätten wir halt dann am Ende den Stufe 2er oder den Dragite suchen müssen. Ja. Genau. Oder wenn wir einen Stufe 2er Elementipator gewählt hätten, hätten wir halt einen Sprite suchen müssen. Ja, da ist der Hit. Oh! Wir sind einfach gute Spieler. Wir sind einfach gute Spieler. Dann specialen wir... Nee, specialen wir überhaupt Carrot? Oder machen wir direkt in Stufe 6? Ich sehe keinen Grund, nicht einfach mal kurz unauffällig Carrot hinzulegen. Na gut, auch wieder wahr. Ich würde aber definitiv in 6 gehen und versuchen, ob wir noch weiterkommen. Ja. Sonst haben wir zu wenig, weil wir kein Wassermonster mehr in den Friedhof kriegen, solange wir die Stufe 2 ja nicht haben. Ja, und die Alternative wäre jetzt gewesen, Gigantic zu bauen, und dann ist so, warum haben wir überhaupt den 2er aktiviert? Der Plan ist jetzt, dass wir was... Da war ein Treffer. Oh, da waren gute Treffer. So, ja. Wir müssen jetzt in den... Den müssen wir jetzt nehmen. Ja, genau. Genau. Und der trifft jetzt bestenfalls nochmal, einfach weil wir sehr gute Spieler sind. Ich meine, wir haben schon ein paar Rockmonster im Friedhof. So gering ist die Chance, jetzt nicht was zu treffen. Im Deck meinst du? Ja. Im Friedhof Zum auch. Zum Bleistift? Ja, gut. Das war ein Treffer. Ja. So. Jetzt können wir... Da das Charge bauen. Dann sind wir vom Draw abhängig, was dann kommt. Weil wir keine Handjob kassiert haben. Hätten wir eine Handjob, könnten wir Talents machen. Oder einfach Gigantic. Aber der macht dann halt nichts. Mehr vom Mehrwert.
Slightly awkward. Ja, das ist indeed slightly awkward. Wobei, wir könnten doch mit den beiden hier in Stardust Charge gehen und dann mit ihm und ihr in Elf gehen. Oder? Da können wir mit dem Elf wieder was zurückholen. Elf lockt uns ja nicht, nur der Sprite, nur der Gigantic lockt uns. Ja, true, true, dann machen wir das. Ja. Ja, okay, gut, das geht dann natürlich auch. Hi! Ich würde jetzt aber trotzdem in Elf linken. Weil wir müssen jetzt eh den Stardust Charge in Friedhof kriegen, damit der hier live ist. Genau. Nehmen wir uns das mal noch auf, machen wir jetzt erstmal Starter. Mhm. Und da wir schon Smashers haben, brauchen wir natürlich Blue. Ja, Blue für Red. Also Blue hätten wir immer geholt, aber in dem Fall gehen wir halt dann für Red. Ja, weil Jet hat kein Target mehr. Okay, dann kann Jet Carrot zurückholen. Oder, neuer Plan, Jet holt ihn Stufe 2er zurück, geht in den Harald mit dem hier. Das können wir nicht. Ah nee, doch, wir haben Starter aktiviert. Können wir nicht machen. Also Starter, stimmt. Starter lockt uns auch. Okay. Nein, mein Plan wäre jetzt, dass wir Carrot zurückholen und dann mit Carrot und Blue in IP gehen. Ja, das macht am meisten Sinn. Oder von mir aus auch einen Adamant zurückholen und dann IP gehen. Das ist wurscht. Die Adamants habe ich direkt eher schon benutzt, also. Yeah. Hauptsache, wir behalten Red. So, Eichstücht. Ja. So, Set Smashers, go. Ja, wir haben ihn nicht gesucht, das heißt, der ist unbekannt. Ja, passt. Go. Welche IP-Tags hat man nochmal drin? Unicore, Avramax. Und die Underworld Goddess. Und Underworld Goddess, okay. Warum macht er das in der Main Phase? Macht das doch einfach in der Draw Phase, Kollege. Ja, Chain für Blue. Ja, hä? Ich meine, oder wenn du schon nicht in der Draw Phase machst, machst du auch auf IP. Weil dann müsste. Die darf er nicht zielen. Ach, stimmt, die darf ja nicht zielen wegen dem Target. Ja, dann der hier. Weil dass wir den anketten, muss doch klar sein. Außer, er hat Talents. Dass das Talents baitet, ja, das ist. Argumentation stays the same. Wenn er Talents hat, war es gut. Ja, ansonsten war das einfach nur sehr awkward. Ja. Weil außerdem hatten wir gar nicht Carrot gezählt. Ja, wir gezielt. Hatten Blue gezielt. Okay, aber wir haben kein Carrot mehr. Das, okay. Das ist in Ordnung. Stimmt, ja. Er hat auch den Falcon Sprite. Holy moly. Also das wäre im Block gestanden, welchen wir gezielt haben. Das war für den einfach so selbstverständlich, dass wir, dass man in dem Punkt Carrot zurückholen will, anscheinend. Ja. Ja. Gut, dann, Deckbewertung, schätze ich. Ja. So, das war das ursprüngliche Deck. Und da sind wir draus gemacht. Wie gesagt, arg viel verändert haben wir nicht. Es sollte allerdings consistency-technisch ein bisschen besser sein jetzt. Ja. Das Gute. Problem, was du ganz grundsätzlich mit so einem Haufen hast, also das Thema an sich, ist halt, dass die Anzahl der Flex-Slots sich in Grenzen hält. Hier in dem Fall sind es 3. Ne? Die 3 Talents. Ja. Und hier. Ja, es sind 3. Ja. Hier würde ich sagen, in dem Deck sind es auch. Na, ja, 4 waren es hier. Wir haben. Nibiru kannst du cutten vielleicht, wenn die nach Gegner-Deck. Ja. Wir haben einen der Flex-Slots durch. Ich weiß nicht mehr, was ersetzt.
Anyway. Ja. Nein, durch das dritte Science. Ja. Genau, deswegen sind es bei uns nur noch 3 Flex-Slots. Das Problem, was du halt hast, ist, dass es eben nur 3 Flex-Slots sind. So, die Frage, die man sich ja immer stellen muss, warum das und nicht einfach Pure Sprite? Das Deck hat den Nachteil, dass du an der Slotmaschine drehst. Die kann daneben hauen. Unwahrscheinlich, aber sie kann daneben hauen. Vor allem, weil Sprite keine Rocks sind. Das heißt, du hast halt noch mehr Nicht-Rocks im Deck. Ich meine, gut, um fair zu sein... Ich weiß offen gestanden nicht, wie viele Target, also Hit-Targets mehr du spielen würdest, wenn du Pure spielen würdest. Ich meine... Also Pure Adamant. Ich meine, also die Sache von wegen Pure Sprite. Ich sehe, warum es nicht Pure Sprite ist, weil hier... Weil jemand Adamancipator spielen wollte. Das ist ein Adamancipator-Deck. Die Sprites sind Support-Engine. Was reicht, weil deren Engine nicht groß sein muss, um effektiv das komplette Sprite-Deck zu machen. Weil so ist halt nun mal Sprite. Ja, ist ein bisschen wie Zoo, nur dass du es nicht komplett for free reintun kannst, sondern man sollte schon... Also, wenn die Main-Engine, die man spielt, neben der Sprite-Engine, die Normals haben braucht, sollte man zumindest zusehen, dass das Deck irgendwie Level 2 aufs Feld kriegt. Zum Beispiel, wenn die Normals haben eine Stufe 2 ist. Ja. Genau. Du hast halt den Nachteil, wie gesagt, dass du nur 3 Flex-Slots hast. Du hast den Nachteil, dass du an einer fucking Slotmaschine drehst. Du hast den Vorteil, dass die Stöcke, die am Ende des Tages da liegen, größer sind. Das ist cool. Ja, du hast ein paar ganz ordentliche Buddies. Also, negate-technisch legst du ja nicht mehr hin als normales Spriteboard, aber die Viecher sind größer. Ja, das ist halt schwerer, einfach drüber zu rennen. Oder lauter 3K-Stöcke halt. Ja. Das ist halt technisch gesehen bei Sprite immer ein bisschen das Problem, dass man über alles einfach drüber rennen kann, weil Red hat halt 1,8 hinten, Carrot hat 1,9 hinten, Elf hat 1,5 vorne, Gigantic hat 1,6 vorne, Ice4 hat 800 vorne, 1,4, ja. Also, die können alle nix. Genau, die Stöcke von Dings sind halt größer. Das cool. Going Second hat man jetzt nicht wirklich gesehen, durch wie viel das Deck durchpusht, da kommt es halt stark auf die Hand an. Also wenn du ein paar Adamants aufmachst, ist das Deck halt stark im Second gehen. Also, es hängt auch davon ab, was für Negates der Gegner hinhaut. Ich meine, wenn der Gegner einfach nur negiert, dann negier halt. Ich mach weiter. Wenn der negiert und zerstört, ist eine andere Geschichte. Ja, das kommt halt immer drauf an, wie der Gegner so zieht. Aber an sich musst du halt, hat das Adamant den riesen Vorteil, dass der Gegner quasi jeden einzelnen Adamant-Effekt negieren muss, weil ansonsten besteht immer die Gefahr, dass da ein Guardian rausgehüpft kommt. Speaking of Guardian. Diese Karte stört mich in dem Deck, weil, wenn du die ziehst, ist die tot. In den meisten Fällen. Und wir haben ihn oft gezogen. Außer du hast genau den... Ist das Researcher? Den mit der roten Jacke, den Adamant. Weil der kann sich dazu specialen. Und dann muss ihn auch Starthand haben und nicht nachziehen, so wie wir immer. Ja, genau. Also, als Hit ist er natürlich cool. Aber auf der Starthand ist er halt behindert. Supplier ist halt auf der Starthand mega. Weil der sich halt specialen kann. Das Problem ist, du kannst halt nicht wirklich... Also, ich würde furchtbar gerne in dem Deck nur einen Guardian spielen. Aber du brauchst die Rocks. Dass man halt den einen mit Supplier sucht. Aber das Problem ist, du musst halt fast 3 spielen, damit du dir die Odds gibst, ihn zu treffen. Beim Random Buddeln. Ja. Das ist halt im Gegensatz zu Pure Adamant, hast du halt deutlich weniger Targets. Ja. Und Gigantic lockt dich halt deppert, deswegen kannst du leider nicht hier mit Gigantic Doki Doki aus dem Deck holen und damit dann den Guardian loswerden, weil an dem Punkt ist zu spät. Ja, da müsstest du höchstens drauf hoffen, den Doki Doki random umzudrehen. Ja. Was auch vorkommt, aber es ist halt alles random. Das ist das Problem, dieser Random-Faktor. Und der sorgt dann am Ende des Tages auch dafür, dass das Deck hier nicht mehr als 11 Punkte kriegen kann. Ja.
Es ist cool, es macht Spaß. Ja, also das auf jeden Fall. Also ist straight schlechter als jede andere Sprite-Version. Und die Sache ist, man kann das Deck hier eigentlich als volles Sprite-Deck behandeln, weil, seien wir ehrlich, in einem pure Sprite-Deck ist auch nicht mehr Sprite drin als in dem hier. Aber es ist halt noch Sachen drin, die halt was anderes machen, es außer halt nur, du hast halt die Sprite hat, also Sprite normal hat halt die 12 Sprite-Karten und 28 Flex-Slots. Bisschen weniger, wenn man sagt, man spielt immer irgendeine Normal, sei es jetzt Beaver oder Diva oder was auch immer, ne? Aber, also, Diva jetzt nicht mehr, weil Needlefiber verboten ist, aber sagen wir einfach Beaver. Dann hast du noch mindestens 3 Normals dazu, jetzt mit Sprinter noch Engler und so. Aber der Haufen ist halt so klein und dann hast du halt 100 Milliarden Flex-Slots und deswegen finde ich, darf man das Deck auch ruhig als Sprite-Deck sehen, wo halt die Flex-Slots mit Random Adamants aufgefüllt wurden. Und das ist halt, naja. Und du musst halt leider so viele spielen. Tri-Sprite zum Beispiel hat ja den Vorteil, dass die Tri-Engine auch nicht besonders groß ist, wodurch du wieder sehr viele Flex-Slots hast. Aber die Adamant-Engine muss halt per Design groß sein, weil du die Deppen halt ziehen / treffen musst. Sollten wir nochmal ein Rock-Deck bekommen, was mit Adamants da synergiert, das ist dann eine andere Geschichte. Warrock, lol. Okay, ein gutes Rock-Archetype. Ja. Aber auch das eins. Ja, wobei doch, sämtliche Adamant-Effekte und Researcher Special Summit synergieren allgemein mit Rock, ne? Das alles. Abgesehen von ihm halt. Er sagt, dass du ein Adamant-Effekt auf dem Feld haben musst. Aber ansonsten sagt die alle einfach nur Rock. Nee, ich meine, zum Treffen gucken die sich alle Rocks, so, genau. Ja, alle Rock, Treffen alle Rock. Die alle Rocks. Alle Rock. Und Researcher kann sich halt special, wenn du einen Rock hast. Ja. Genau. Ja. Also ein allgemeiner Rock-Archetype, der, wenn möglich, nicht nur aus Tunern besteht. Richtig, es müssen Non-Tuner sein und idealerweise Stufe 2 und oder 4. Oder 6 ginge auch noch. Och du, Stufe 1 und Stufe 3 würde ich auch nehmen, kann ich Nutbeast bauen. Stimmt. Wenn's Erde-Rock. Wenn sie Erde ist. Wenn's Earth-Rock ist. Ja. Ich meine, sind die meisten. Ja. Aber gut, wenn es darum geht, Beast zu legen, kann man auch, Achtung, Ishizu spielen. Ja. Ishizu. Mit Naturia. Ishizu ist ein bisschen dumm. Naturia Ishizu ist actually ein Deck. Also kann nix, weil es gibt Tierlament Ishizu, aber theoretisch ist das cool, weil du legst halt Beast, 1-2 Negates und passt Ishizus im Grave, das langt. Weil Beast ist eine sehr, sehr faire Karte. Ja, weil Beast halt auch noch mild als aktiviert. Weil damals war Karte mild noch actually in die Kosten, als das Nutbeast rauskam. Mhm. Eigentlich war ja die Idee damals war ja, dass du mit Beast und Barkion beendest, dass Nutbeast mild Karten für seine Effekte, die dann Barkion für seine Effekte banishen kann. Ja. Und Exterior ist halt die Fusion und er macht beides. Ja. Egal. Zurück zu dem Deck, das bekommt, wie gesagt, 11 Punkte. Dann sieht man sich nächste Woche wieder bei Metamatches. Bis dahin. I'm gonna go get some.